Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Better Homes Karriere. Robomakler oder auch digitale Makler sind aktuell in aller Munde. Und da stellt sich natürlich berechtigterweise die Frage, ist das wirklich eine Revolution, ist das wirklich was radikal Neues oder ist das einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen? Wer diesen Kampf gewinnen könnte, Technik oder Mensch, oder ob es gar ein Miteinander sein kann, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ein berühmtes altes Sprichwort. Und bei all den Diskussionen um das Thema Robomakler, digitaler Makler versus den normalen, traditionellen Makler, drängt sich natürlich automatisch die Frage auf, oh, kann das auch diese Branche passieren? Stirbt jetzt der normale Maklerberuf aus? Ist das wirklich so ein Paradigmenwechsel, wie wir das schon gesehen haben? Ich denke da beispielsweise an Netflix. Netflix hat, glaube ich, ziemlich alles verdrängt. Ich kenne keine Videothek mehr, die geöffnet ist heute. Oder auch ja, in der Fotografie. Kein Mensch sendet heute noch irgendwelche Kapseln ein, damit mal ein Film entwickelt wird. Also man denkt an Kodak, einen Weltkonzern, der einfach innerhalb weniger Jahre wegdigitalisiert wurde. Also kann so diese schöpferische Zerstörung, wenn wir da nach Josef Schumpeter das definieren würden, auch da eintreten. Um das ein bisschen genauer zu analysieren, wollen wir das zuerst mal ein bisschen anschauen, was tut eigentlich überhaupt generell ein Immobilienmakler? Wenn wir so 100% der Tätigkeiten uns ansehen, sind vielleicht 20% befasst sich mit Marketing, mit Prozessmanagement. Mit Marketing meine ich natürlich, er muss Inserate schalten, er muss natürlich eine Reichweite generieren können, damit potenzielle Käufer, also Interessenten, überhaupt erreicht werden, sich überhaupt für dieses Inserat interessieren. Und schon heute zu 99% läuft das digital über die bekannten Immobilienplattformen, wie beispielsweise ImmoScout, ab. Prozessmanagement, ja, niemand braucht mehr eine Schreibmaschine oder ich weiß noch, früher hat man mit dem Telefax gearbeitet. Ich glaube, die heutige Jugend kennt gar nicht mehr Telefax, und ich weiß noch, wie ich mit dem Faxgerät gearbeitet hatte, und das war damals für mich eine kleine Revolution, weil ich hatte ein Faxgerät gehabt, also so ein Gerät, ne, dann konnte man Papier reintun. Und ich konnte automatisch an 100 verschiedene Empfänger konnte ich dieses Telefax versenden. Ich habe das immer über die Nacht gemacht, habe also das Immobilieninserat genommen, habe das eingescannt, würde man heute sagen, eingelegt, und dann über die Telefonleitung wurde eben dieses Fax ausgelöst und um 100 potenzielle Käufer an 100 Interessenten versenden. Hey, das war für mich damals eine coole Geschichte, weil morgens kam ich ins Büro und ich hatte zwischen 10 und 20 Antworten, weil ich habe das so gemacht mit dem Inserat und unten hingeschrieben, ja, ich bin interessiert, und dann kam ich morgens ins Büro und ich wusste, hey, ich habe 10 neue Besichtigungen, und das war für mich schon so eine technische Revolution, schon, ja, sozusagen. Das macht kein Mensch mehr heute. Also auch ein traditioneller Immobilienmakler selbstverständlich arbeitet über E-Mails, er hat Suchabonnenten, Suchagenten, die die Interessenten automatisiert verwalten, einen Follow-up-Prozess startet und so weiter. Also diese Technik, diese 20% Marketing-Prozessmanagement läuft zu 100%, würde ich jetzt sogar sagen, nicht nur zu 99% bereits digital. Was macht aber ein Makler sonst noch? Ja, nicht zu unterschätzen natürlich jetzt der Faktor Mensch. Oder ich sage jetzt mal der Vertriebsteil, das heißt, die Interessenten wollen telefonisch, persönlich natürlich qualifiziert werden. Was suchen sie grundsätzlich? Passt diese Immobilie wirklich zu ihnen oder eben nicht? Wenn nicht, habe ich vielleicht eine Alternative oder ich habe gerade frisch ein Angebot reinbekommen. Also dieser persönliche Kontakt und nicht irgendein Chatbot oder eine E-Mail eben. Ich denke, das ist gerade in der heutigen digitalisierten Welt extrem wichtig. Der eigentliche Besichtigungstermin natürlich, der findet persönlich statt, vor Ort,
weil als Immobilienmakler verkaufe ich ja nicht über virtuelle Besichtigung. Das kann man heute machen, kein Thema. Aber kein Mensch kauft doch eine Wohnung oder ein Haus über eine, oder nach einer virtuellen Besichtigung. Also der will vor Ort, dass sich anschauen gehen. Also der Point of Sale ist einfach mal vor Ort. Und wir verkaufen ja nicht wie Amazon irgendwelche Produkte, Bücher etc., sondern wir verkaufen Investitionsgüter. Eine Immobilie kostet mehrere Hunderttausend oder Millionen. Und Hand aufs Herz, das macht eben niemand nur aufgrund einer virtuellen Begehung oder Besichtigung. Auch Abklärungen, die getroffen werden müssen, ist natürlich auch Faktor Mensch, Faktor Vertrieb. Braucht ihr vielleicht noch eine Baugenehmigung, sonst eine Bewilligung? Kann man dieses und jenes Projekt dort überhaupt umsetzen oder nicht? Dann die ganzen Verkaufspreisverhandlungen. Das setzt eine Menge an Erfahrung, an Wissen, an Know-how natürlich voraus. Ich kann das nicht digitalisieren. Das ist wirklich Faktor Vertrieb, Faktor Mensch. Was haben wir noch? Natürlich die ganzen Vertragsvorbereitungen beim Notar. Ich habe noch keinen digitalen Notar erlebt. Also dort muss ich persönlich erscheinen, zumindest die Käufer und Verkäufer. Und natürlich der ganze Servicebereich. Das heißt, eine Immobilie verkauft man ja eben nicht in Sekundenbruchteilen, ist meistens eine Sache mehrerer Wochen, eher mehrerer Monate. Und dieser Verkaufsprozess, der will natürlich persönlich begleitet werden. Ich denke, das hat sehr viel mit Sympathie, mit Vertrauen zu tun, kann ich also auch nicht digitalisieren. Und das ganze Empfehlungsgeschäft, wir können das vielleicht einmal einblenden, wir hatten da über 800 positive Bewertungen bekommen und das, diese Abstimmung, die trifft den Markt. Also der Markt entscheidet schlussendlich, okay, gefällt mir das, finde ich mich gut betreut etc. Also, und wer ist das, wer wird beurteilt? Natürlich nicht eine Webseite, sondern auch wieder, wer steht dahinter, wer hat mich betreut. Also Bereich Service und nicht zu unterschätzen, ganz am Anfang vom Verkaufsprozess, bevor man überhaupt ins Marketing geht, ist natürlich mal die Analyse und die Marktwertschätzung. Also das alles macht ein Immobilienmakler und jetzt kommt natürlich das Thema, ja okay, was kostet das Ganze? Und auch da seit eigentlich Jahrtausenden, seit über 2000 Jahren, also seit den alten Römern, ist es quasi amtlich, ist es öffentlich, weiß man aha, aus irgendwelchen Schriften, dass der Makler schon immer auf Erfolgsbasis gearbeitet hatte, also auf reiner Provision. Ich persönlich liebe den Begriff Provision, weil es steht einfach für Pro und Division und das ist genau eigentlich der ehrlichste Beruf, meiner Meinung nach, den es überhaupt gibt. Das ist das ehrlichste Geschäft. Wieso? Weil nur wenn ich erfolgreich bin, sprich nur wenn ich einen Käufer zu seinem gewünschten Preis habe, nur dann kriege ich eine Entschädigung, in dem Fall eben diese Provision. Und was gibt es Ehrlicheres? Ich bin erfolgreich, werde ich gut entschädigt. Ich bin nicht erfolgreich, aus welchen Gründen auch immer, oder er entzieht mir das Mandat und ich habe nichts verdient. Und das Risiko liegt somit beim klassischen Makler zu 100% beim Makler selber. Ja, kommen wir nun zum digitalen Makler. Was tut der überhaupt, dieser Robomakler, und worin unterscheidet er sich überhaupt zum traditionellen Makler? Wenn wir da die Grafik vielleicht nochmals einblenden, also die ersten 20% Marketing, Prozessmanagement, ich denke, da schenken sich beide nichts. Beide sind da digital unterwegs. Muss man ja in der heutigen Zeit. Nein, im Gegenteil. Ich würde sogar behaupten, die Kernkompetenz liegt beim digitalen Makler genau auf dem Thema, dass der vielleicht besser programmieren kann, schöneren Quellcode hinbekommt, innovativer noch unterwegs ist. Ja, hoffentlich. Er kommt ja vom Mindset her ja aus der Informatikwelt. Nur die Kernkompetenz, die wirkliche Kernkompetenz des Maklers ist ja eben nicht das Programmieren irgendwelcher Codes, sondern das Maklertum, der Vertrieb, also Faktor Mensch wieder. Und wenn wir diese 80% da vielleicht nochmals einblenden, da ist es natürlich spannend zu sehen, okay, wie geht es der digitale Makler damit um? Und jetzt wird es plötzlich eben nicht mehr so digital, weil er einfach sagt, ja, bei uns bezahlst du einfach eine Flatrate, also einen Fixpreis, aber für die Besichtigungen musst du dann separat noch irgendeinen Betrag bezahlen. Das ist so ein Modell, ein Rechenmodell, was man so sieht. Oder das zweite Modell ist dann, man lagert komplett den Vertriebsteil aus,
Oder noch besser, habe ich auch schon gesehen, der Käufer soll dann das alles bezahlen. Okay, was hat jetzt der Käufer, wieso muss er plötzlich eine Provision bezahlen? Weil ich als Verkäufer einen Makler beauftragen tue. Das leuchtet mir bis jetzt nicht ein. Aber da bin ich auch gespannt, wie lange dieses Geschäftsmodell sich dann am Markt natürlich halten wird. Gut, also man merkt schon, irgendwie sind da viele Fragen offen, weil eben ja die Kernkompetenz eines Marktes genau im Vertriebsbereich liegt und nicht in der IT. Also wo soll jetzt genau der Vorteil eines digitalen Marktes sein, weil er ja genau diese Dienstleistungen, diese Leistungen nicht selber anbieten kann, dazu kaufen muss und wenn er selber anbieten möchte, zu so wahnsinnig günstigeren Preisen. Was haben die Leute für Erfahrung? Was haben die für eine Ausbildung? Wieso schimpfen die sich jetzt plötzlich trotzdem mit Immobilienmakler? Also die differenzieren sich ja jetzt eigentlich nicht zum traditionellen Makler. Also das sind alles Fragen, die da jetzt aufgeworfen werden. Die Quintessenz von der Geschichte ist, und ich hatte das ja am Anfang vom Video auch ein bisschen aufgeworfen, die Frage, ist das ein Kampf klassischer Makler oder Faktor Mensch, Vertrieb gegen den digitalen Makler oder ist es sogar ein Miteinander? Ich persönlich bin der Meinung, der Markt wird es entscheiden, ob der Kunde bereit ist, den Erfolg zu kaufen oder lieber den Aufwand bezahlen will. Wenn du auch glaubst, dass der klassische Immobilienmakler noch längst nicht ausgestorben ist und ganz im Gegenteil der Markt dein Verkaufstalent benötigt, dann informier dich mal unverbindlich an einer kostenlosen Unternehmensvorstellung zum Immobilienmakler. Den Link findest du unten eingeblendet. Bis bald!